Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von KD Fliesentechnik, der Stadt Salzkotten, RWE, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten und dem Einrichtungshaus Niggemeier. Im letzten Heimspiel des Jahres empfingen die Aktienbasket Salzkotten das Team der DJK Adler Frintrop. Der Aufsteiger aus dem westlichsten Teil Essens hatte einen katastrophalen Start hingelegt, konnte dann aber 4 Siege in Folge einsammeln. Genau umgekehrt die Situation der Akzents, die furios starteten, dann aber 3 Niederlagen in Folge verschmerzen mussten. Akzent-Coach Stefan Schettke hatte dann auch viel Respekt vor dem Gegner. Eine Mannschaft mit sehr viel Erfahrung. Viele Spieler, die hochklassig Basketball gespielt haben, Pro A, Pro B Level, zweite Bundesliga. Deswegen eine sehr interessante Mannschaft, mannschaftlich sehr geschlossenen Basketball und sehr gut ausgebildete Spieler mit viel Erfahrung. Also das wird auf alle Fälle ein sehr interessantes Spiel heute. Für Frintrops Spielertrainer Sebastian Rathjen ist Salzkotten kein Unbekannter. Ja, so Salzkotten kenne ich schon seit Jahren, habe ich jetzt öfters immer ungern gegen gespielt. Sehr unangenehmer Gegner, sehr intensiv, sehr ausgeglichen, nicht überragend, was die Größe angeht, aber sehr individuell stark. Jeder kann werfen, jeder kann dribbeln, jeder kann dort passen und es wird eine sehr harte Aufgabe. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die Gegner hier, die aufsteigen wollten, immer hier gestrauchelt sind und wir wissen, was auf uns zukommt. Wir haben uns auch dementsprechend vorbereitet. Die Pausenbrötchen waren geschmiert. Es konnte hier in der Heder- und Sporthalle losgehen. Die Akzents in weißer Spielkleidung, Frintrop in schickem Grün. Die Akzents mit furiosem Start. Und dann ist es mit der Nummer 14 Brian Leavitt, der hier mit einem Dreier die ersten Akzente setzt. Stefan Schettkes Team weiter am Drücker, Offensiv-Rebound an Lennart Schinke mit klugem Rückpass auf Matthias Finke und der setzt Felix Wennenkamp in Szene und wieder klingelt es im Korb der Frintropper. Und dann ist es Spielertrainer Sebastian Rathjen, der hier den Fast Break zum Punktgewinn nutzt. Achten Sie mal auf den Mann mit der Nummer 9, Matthias Finke. Er sollte heute sein bestes Saisonspiel machen. Und auch er mit viel Selbstvertrauen, Felix Wennenkamp, mit einem 3-Punkte-Wurf. Die Adler aus Frintrop im Sturzflug. Und wenn hier Gefahr drohte, dann zunächst nur von dem Mann mit der Nummer 14, Diane Smith. 18:9, klare Führung jetzt für die Aktienbaskets. Matthias Finke und wieder ein Dreier, Lennart Schinke von der Flügelposition. Wenig Spielimpulsivität bei Frintrop und wenn, dann geht das mehr oder weniger von Diane Smith aus. Ballführend Bryce Leavitt mit viel Übersicht auf Matthias Finke. Und Rolf Gees mit Abschluss. Doch die Essener Vorstädtler haben noch lange nicht aufgegeben. Tim Doll hier mit einem Querpass auf Carsten Bartels, der sich mit einem Dreier bedankt. Eine Gala-Vorstellung des Mannes mit der 4, Alan Burger, mit einem Dreier. Und das bekommt man auch nicht alle Tage zu sehen, denn wieder ist es der Dreierkönig mit der 4, Alan Burger, der heute vor Selbstvertrauen nur so strotzte. Bryce Leavitt in der Ballverteilerrolle. Und er weiß jetzt genau, wen er anspielt. Dreimal darf geraten werden. Wieder ist es Alan Burger. Mit einem Wurf aus der Dreierdistanz mit 34:25 geht das erste Viertel an die Aktie. Heute in der ersten Mannschaft Julius Fehnhoff, der für den handverletzten Thomas Stupenberg den Vorzug bekam. Zunächst sollte es hier wie gehabt weitergehen. Felix Wennenkamp, Finke und dann ist es wieder Alan Burger. Einmal mehr mit einem Distanzwurf aus der Dreierposition. Bryce Leavitt mit Ballbesitz und den Steal Frintrops Nummer 4, Tim Doll. Und einmal mehr ist es wieder der US-Amerikaner Leavitt in der Offensive, Abpraller. Offensiv-Rebound, Wennenkamp und Fastbreak für Frintrop. Eine sichere Angelegenheit jetzt für Carsten Bartels. Halbzeitstand 56:50, Frintrop hat aufgeholt. Die Baskets aus dem Essener Westen, sie wollten es noch einmal wissen und kommen hier mit Dennis Kopietz zum Punktgewinn. Doch dann schien das Pulver der Grüngedressten verschossen zu sein. Matthias Finke hier im Alleingang. Auf der Flügelposition Felix Wennenkamp und
der Korbrand als Hindernis. Chance für Kevin Kern mit der 21 für einen Fastbreak. Doch Finke hat aufgepasst. Und Bryce Leavitt vollendet. Das erfolgreiche Duo dieses Abends, Bryce Leavitt auf Alan Boga und Dallas mit seinem fünften Wurf von der Dreierposition, die Akzents jetzt davonziehen und sorgt im Gegenzug gleich hier für die nächsten zwei Punkte. Leavitt hier mit starkem Zug nach vorne, die Frintropper Defense auf Dauerstation und Matthias Finke mit einem Punktgewinn. Stand nach dem dritten Viertel 89-69 für die Akzent Baskets. Die Flügeladler aus Frentrop, sie schienen jetzt zunehmend zu erschlaffen. Zuspiel von Ratjen auf Kevin Kern. Aber die Nummer 21 der Frentropper ohne Wurfglück. Besser die Akzents, die hier mit Lennart Schinke zum ersten Hunderter dieser Saison kommen. Frentrop mit Spielertrainer Sebastian Ratje. Zuspiel Kevin Kern, doch der Erber, er sagt alles über den Zustand der Adler aus Frintrop. Die Akzent Baskets, auch im letzten Viertel, konditionsstark und mit Spielvorteilen. Und dass man hier trotz deutlicher Führung nicht die Kampfkraft vermissen ließ, spricht für den Charakter des Teams von Trainer Stefan Schädke. Dann war das Spiel hier vorüber. Mit 110-86 besiegten die Akzent Baskets aus Salzkotten die DJK Adler aus Frintrop. Den Zuschauern hatte man im letzten Heimspiel dieses Jahres eine gute Leistung geboten, die zum Wiederkommen angeregt haben sollte. Mit Alan Boger, Felix Wennenkamp, Rolf Gees, Matthias Finke und Bryce Leavitt punkteten allein 5 der Salzer Baskets zweistellig, wobei der hier heute sensationell aufspielende Alan Boger mit 24 Punkten Topscorer wurde. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Volksbank Briel und Büren Salzkotten, der Kaffeerösterei Benslips, der Firma MIG, der Bäckerei Lange und Rewe.